Wir sind 75 Leute, okay. Baut nicht die ganze Insel ab, ja? Das Wasser brauchen wir! Das Wasser brauchen wir! Okay, chillt! Wir waren jetzt ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde weg. Das Experiment hat gezeigt, dass ihr in der Lage seid, ein anständiges Projekt kaputt zu machen. Also ich glaube, dass jetzt hier keiner mehr freiwillig spielen wird. Ich habe jetzt diesen Server der kompletten Anarchie überlassen, ja? Für über 24 Stunden. So, und ich werde mir jetzt mal angucken, was ihr mit diesem Server angestellt habt. Weil ich bin mir sicher, Leute, dass ihr tatsächlich mit diesem Ding hier nur angestellt habt. Also wirklich nur angestellt. Die Leute, die gerade die Whitelisted sind auf dem Server, die können gerne mal online kommen. Ich kann mal ganz kurz erklären, worum es da ging. Und zwar ging es darum tatsächlich, dass wir gestern hier Skyblock gespielt haben, meine Freunde. Und ich habe den Server jetzt mal diese guten, ja, wie lange war es jetzt? Insgesamt, glaube ich, 24 Stunden der kompletten Anarchie überlassen, ja? Und es hat alles angefangen mit meinem ganz normalen, mit meiner Skyblock-Folge. Und hier sterben auch die ganze Zeit Leute. Okay, ich sehe schon, was ihr gemacht habt. Ihr verhindert also, dass ein paar Leute hier spawnen, weil ihr am Spawn, ihr kleinen Asozialen, einfach schon mal Lava hingesetzt habt. Richtig. Okay, Don Balbano lebt einfach immer noch. Don Balbano, Junge, was ist dein Problem, Alter? Don Balbano, wollen wir talken? Wollen wir talken, Junge? Er ist der Behinderte von allen. Also habt ihr quasi erstmal dafür gesorgt, dass hier keinerlei Spieler spawnen. Indem ihr hier einfach auf radikale Art und Weise habt ihr hier den Spawn komplett mit Lava eingebaut. Das dürfen sie nicht. Appreciate ich, muss ich sagen, weil ich hätte das gleiche gemacht, Alter. Ich hätte auch keinen Bock, dass mir irgendwer hier irgendwas weggrieft. Dann haben wir hier schon die ersten Sky-Inseln, Alter. Romyox war das, okay. Hier wohnt Architekt Movai, Alter. Und er ist auf jeden Fall richtig am Tryharden hier, man sieht das. Nice. Ey, Leute, ich bin ehrlich, ich hätte mit deutlich mehr Scheiß gerechnet. Ich bin gerade krass überrascht, Alter. Das waren jetzt gerade 24 Stunden komplette Anarchie und ihr habt hier wirklich vernünftige Häuser gebaut. Was geht ab, Mann? Guck mal, hier am Spawn, es bekriegt sich keiner, ja? Alle sind cool miteinander. Mein Bro ist sogar auch hier. Was geht ab, Alter? Mein Bruder läuft hier auch rum. Funny, Mann. Funny, okay. Hier oben ist diese eine Insel von diesem Team, die so ein bisschen mehr Freiraum quasi hatten, die so ein bisschen mehr auf Ehre, sag ich mal, sich hier ausbreiten haben dürfen, ja? Okay, nice. Die haben auf jeden Fall jetzt... Ah, die wurden zergrieft. Okay, ich sehe es schon. Die wurden hier komplett zergrieft. Schade drum. Hier sieht man überall so Grass und andere Pattern in der Luft. Und man sieht halt hier die ganze Zeit die Leute, die verbrennen. Elge, Keks und Sytrus an der Stelle. Ich werde euch gleich befreien. Okay, ich werde euch gleich befreien. Aber ich möchte mir jetzt erstmal hier angucken, was hier passiert. Ey, der Spawn, der sieht einfach anders schön aus. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ey, Leute, guck mal bitte. Hier sind Public Farmen. Ist das hier? Was ist das hier? Lukas grieft. Lol. Ihr habt einen Knast hier gebaut. Ist das hier der Spawn? Oh nein. Und die spawnen immer wieder hier drin. Ey, ihr seid wirklich diabolisch, Mann. Ich schwöre es euch, Leute. Das ist ehrenlos, Alter. Das ist absolut ehrenlos. Junge, Alter. Okay, krass. Okay. Schauen wir mal, was wir hier haben. Haus von Lady Jewel und Jacer Macer. Auf Ehre. Gucken wir mal hier rein. Krass, Alter. Ey, hier sind wirklich richtig krasse Gebäude entstanden, Mann. Okay, ich bin wirklich gerade geflasht von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wiederaufbau durch Tokel, Goris, Romyx, ist mir egal. Dein Skill, Don Balbano und Lord of Mine. Aber Don Balbano, Revi, bitte lass keine Spieler raus. Das ist eine Sicherung gegen Griefer und eine neue Gesellschaft aufgebaut. Der Bürgermeister hat sich hierfür entschieden. Bürgermeister Romyox? What the f***? Moment mal, stopp! Stopp! Habt ihr hier einfach ein demokratisches System etabliert innerhalb von 24 Stunden? Ey, ihr seid hier komplett self-sustainable hier. Es gab eine Bürgermeisterwahl? Was geht denn ab, Alter? Demokratisch. Ja gut, demokratisch wahrscheinlich nicht, Alter. Hä? Es gibt einen Bürgermeister? What the f***, Junge? Okay, das ist insane. Das ist richtig, richtig insane, Leute. Das nächste Experiment auf jeden Fall wird kommen. Das nächste Social Experiment. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf einstellen. Hey, das ist ja mal ultra heftig. Da hätte ich ja niemals mit gerechnet, Mann. Was gibt es noch zu sehen? Also, wir haben hier Farmen, okay. Wir haben hier Farmen. Wir haben immer noch Don Balbano. Und die Griefer sind im Gefängnis eingesperrt. Krass. Krass, 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 krass. Revinzer, guck dir meine Villa an. Don Balbano, ich komme. Wo ist deine Villa? Er ist so richtig broke, ey. Hier steht einfach Fenster auf einem Schild, Junge. Kriegsgeneral, Bauleitung, Barley Boy. Hä? Hier gibt's so Public Chests. Alles ist sortiert. Polizeichef Don Balbano. Junge, Don Balbano? Der Typ ist Polizeichef geworden. What the actual f***, Bro? Hier wohnt Don Balbano. Junge, guck dir das an. Ey, das ist nicht real. Also nochmal ganz kurz zum Vergleich. Ja, so sah das hier aus, als ich den Server verlassen habe. Und ihr habt wirklich hier das hier einfach gebaut. Das ist krass, Mann. Ist keiner von euch, also ich weiß nicht, ist keiner von euch auf die Idee gekommen, ins Nether zu gehen? Geht das? Kann man das Nether bauen? Oder ist das deaktiviert? Ich glaube, Nether ist deaktiviert wahrscheinlich, oder?
War schon jemand? Ihr wart sogar im Nether, Hals, Maul, Alter. Die waren im Nether. Die sind im Nether gewesen. Die hatten nicht mal was zu essen. Jetzt sind die im Nether. Junge, what the f***? Die haben den Nether conquered. Digga, das ist nicht real. Das ist nicht... Die waren im Nether, Junge. Die waren im Nether. Was geht ab? Was, wenn ich jetzt hier wieder ein Portal hinsetze? Links mich dann zum anderen? Ja, ne? Okay. Oh. Ja gut, das ist halt eine blöde Geschichte. Man spawnt halt außerhalb der Welt. Also, oh, ja gut, das tut mir natürlich jetzt leid, Romeok, dass ihr da jetzt gestorben seid, Alter. Ey, 24 Stunden Anarchie. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich dachte wirklich, dass ihr alles zerstört habt, Alter. Ich komme jetzt mal auf meinen Discord und lass mir von euch erklären, wie ihr das hier gemacht habt, Mann. Das ist crazy, Mann. Wie habt ihr das hier gemacht? Was geht hier ab, Alter? Ihr habt hier eine komplett neue Gesellschaft mit einem Bürgermeister errichtet. Wie kommt's halt, Alter? Ich will ja nichts sagen, aber manche saßen noch bis halb vier nachts. Dann haben wir alle hier so ab 11 oder so gesessen und gefarmt, also... Hä? Wir haben neu gebaut. Wir haben da diesen Klass gebaut, dass alle da drin spawnen. Hä? Autorität. Und Revi, wir haben hier den Creator-Code wieder hergestellt. Auf Ehre, Junge, auf Ehre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Griefer-Gefängnis finde ich am krassesten, Alter. Vor allen Dingen, wir haben das so gemacht, wir haben zuerst alle Betten zerstört, ja, die wir finden konnten. Oh mein Gott, dann, Alter. Dann, wenn die gejoint sind, haben wir die nach Möglichkeit getötet, dass sie in dem Gefängnis spawnen. Oh mein Gott, Junge. Ey, das Krasse ist, dass ihr hier alle jetzt so in Frieden lebt, ne? Revi, kannst du geben. Wir brauchen Fenster, wir benutzen Schilder, wo Fenster draufstehen. Ja, okay, das ist echt Bro. Wir hatten kein Glas. Hattet ihr keinen Sand mehr? Wie lange läuft kein Sand? Das aber noch? Das ist eine gute Frage. Ich würde ihn einfach noch ein bisschen laufen lassen. Darf ich mal die ganzen Verbrecher vorlesen und deren Gründe? Okay, hau raus, ich bin gespannt. Maxim187 ist ein Untersuchungshaft wegen einigen Knast. Maxim187, natürlich sitzt er im Knast, Junge. Dani Banani 2004 baut unter Leuten den Boden ab. Irgend so Lukas grieft Eyecrafter und ist halt damit ein Dieb. In Schallab hat killt Leute und grieft. Nikki 212 zerstört Spawnbetten und ergeben mit Keks hat halt versucht, die ganzen zu befreien. Ich bin halt wirklich echt beeindruckt davon. Also ich hätte nicht gedacht, dass ihr hier tatsächlich eine funktionierende Gesellschaft aus Trümmern errichtet, Mann. Lässt du den Server online? Also ich werde ihn wahrscheinlich dauerhaft online lassen, aber ich lasse euch noch auf jeden Fall ein bisschen Spaß hier. Ehrenmann. Ihr seid so broke, Alter. Das ist nicht wahr. Ich komme nicht drauf klar. Also ich werde euch jetzt nicht ewig den Sand immer auffüllen können. Also haushaltet ein bisschen damit, so, ne? Dieser Server war gestern reinstes Chaos, Alter. Also wirklich, wir saßen gefühlt, wenn ich halt die ganze Zeit mitberechne, saßen wir hier ungefähr 17 bis 18 Stunden. Ja, wir haben halt die ganze Zeit gedacht, bevor Revi kommt. Ey, Junge. Was ist jetzt bei euch das Ding? So, ihr habt Don Balbano, also ich verstehe nicht, warum ihr gerade den als Polizeichef habt, Junge. Das ist der größte Retard vom ganzen Server, Alter. Guck dich an, Junge, was ist mit deinem Skin passiert? Was ist mit dir? Ich muss ihn einstellen, weil er hat die ganze Zeit an meinem Gartentor rumgedrückt. Und Revi, ja? Ich erinnere mich noch, gestern Abend hattest du mir geholfen und hattest du mir ja die Grashecher und Kühe und so platziert. Aber es kam immer wieder jemand, der die gekillt hat. Aha. Und halt nach und nach sind aber die auf dieser Grasfläche wieder gespawnt. Die ganzen Kühe und sowas sind jetzt weg, oder wie? Ja, die sind weg. Wir haben eine neue Tierfarm. Wo habt ihr? Schafe und Hühner nur noch. Kannst dich ja, mal genau, wir haben Schaf, aber das vergewaltigt dann bei Bano die ganze Zeit. Aber spawnen auf so Flächen nicht noch Tiere, wenn ihr jetzt so eine Fläche baut? Wir haben halt keine Grasflächen. Wir haben keine freien Grasflächen im Moment. Gönnt euch alles, ihr könnt hier farmen. Ich mache nochmal eine kleine Tour, auf jeden Fall danke für die Erklärung. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was ich hier noch finden werde. Bis später, danke euch, ne? Ciao. Macht's gut, ciao. Okay, also man muss das mal reinziehen, Leute, ja? Die hatten jetzt hier wirklich 24 Stunden komplette Anarchie und ich habe wirklich gedacht, dass die hier alles auseinandernehmen. Jetzt sind hier ungefähr noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 Leute, sagen wir mal 15 Leute insgesamt, die das Ding jetzt hier noch wirklich konstant bespielen, die von 75 Leuten übrig geblieben sind aus dieser ganzen Geschichte und jetzt hier eine funktionierende, nice Gesellschaft einfach aufgebaut haben, ja. Und das finde ich schon echt insane, wenn man sich halt überlegt, also es gab ja wirklich sämtliche Hürden zu bewältigen. Die haben eine Tierfarm gebaut, ich meine, schaut euch das mal an. Die mussten sich tatsächlich darum erstmal kümmern, dass überhaupt genügend Platz für alle da ist. Dann mussten sie sich um die ganzen Griefer und alles kümmern und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, Mann. Und das innerhalb von 24 Stunden, das finde ich mad respektabel. Kann man wirklich nicht anders sagen, Alter. Also da bin ich auf jeden Fall echt baff. Dann spawne ich dir nochmal ein paar Cows und ein paar Pigs. So, dann haben die nämlich hier auf jeden Fall auch nochmal ihre Ruhe. Na, Don Balbano bringt natürlich jetzt direkt wieder alles um, Alter. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich bin echt beeindruckt von meiner Community. Habt ihr zufällig Bock, dass ich die nächsten Tage nochmal so ein Experiment mache? Dass wir diesmal quasi eine andere Map wählen als Skyblock und dass ich dann wieder sage, okay, diesmal 100 Spieler, die sehr, sehr knapp miteinander irgendwie eine vernünftige, funktionierende Gesellschaft aufbauen müssen. Weil ich fand das richtig geil, Mann. Das hat richtig Bock gemacht, Alter. Don Balbano, geh mal da weg. Geh mal da weg, Bro. Geh mal da weg.
He gone. Also Leute, es ist komplett Anarchy hier gewesen. Ich bin wirklich krank beeindruckt davon, wie gut ihr den Shit hier gehandelt habt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Marcel ist, glaube ich, auch ein bisschen stutzig. Unitius, an der Stelle nochmal ein riesiges Shoutout an den Revi-Server, meine Freunde. Auf dem ich jetzt auch demnächst wieder ein bisschen mehr spielen werde. Master Builders und sowas. Coming soon again. Ja, ich habe auch wieder Bock, ein bisschen mehr Minecraft zu grinden. Sofort, Minecraft ist gerade so eigentlich nice Games. Also gerade das Spielen macht auf jeden Fall echt Spaß. So, warte, ich gebe euch hier noch eine Farm. Und dann könnt ihr hier die Anarchie weiter betreiben, Alter. Eine Sache, die, glaube ich, noch fehlt, sind tatsächlich Algen. Die gebe ich euch jetzt auch schnell. Wartet mal ganz kurz. So, mit den Algen und Soul Sand könnt ihr auch zugebauen. Das wisst ihr hoffentlich. Also, ich erhoffe mir, wenn ich jetzt nochmal wiederkomme, dass diese Gesellschaft hier weiterhin funktioniert. Ihr entscheidet das jetzt. Ihr entscheidet das jetzt. Ihr seid das Gericht hier. Die werde jetzt Niki hier kurz raus teleportieren, okay? So, und ihr könnt mir sagen, ob ihr Niki tötet oder freilasst. So. Ihr könnt jetzt entscheiden, was ihr mit Niki macht, Alter. Das ist mir egal. Wenn ihr meint, er ist schuldig, dann tötet ihn. Dann müsst ihr das entscheiden. Wenn ihr bei der Meinung seid, Niki ist unschuldig, dann lasst ihn leben und befreit ihn einfach. Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr. Das ist euer Ding hier, das ist euer Server. Und ihr müsst entscheiden, was ihr mit ihm macht. Vielleicht gebt ihm noch eine Chance. Ich weiß es nicht. Wir lassen Niki frei, wir sprechen ihn frei. Okay, krass. Die Gesellschaft funktioniert. Niki, du bist frei, Alter. Okay, krass. Das Schöne ist, hier ist PvP aus. Deshalb funktioniert das hier auch so gut tatsächlich. Lass auch PvP weiterhin aus. Denk mal, der nächste Schritt wird sein, dass ich vielleicht morgen oder sowas nochmal wiederkomme bei meinem kleinen Experiment und dann eventuell PvP mal anmache. Mal schauen, mal schauen. Gut. Ich würde sagen, meine Freunde, das war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Stream und von diesem wunderschönen Video. Es hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht, hier mit euch diesen ganzen Kram zu machen. Das nächste Experiment folgt sehr bald, ja. Haltet auf jeden Fall die Augen auf YouTube offen und dann könnt... Ich würde sagen, meine Freunde, das war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Stream und von diesem wunderschönen Video. Es hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht, hier mit euch diesen ganzen Kram zu machen. Das nächste Experiment folgt sehr bald, ja. Haltet auf jeden Fall die Augen auf YouTube offen und dann könnt ihr mitspielen. Vielleicht seht ihr genau sogar jetzt hier eine Stream-Ankündigung für den Tag, wenn ihr mitspielen könnt, ja. Und ansonsten bin ich für damit raus. Macht's gut, haut da rein. Tschüss.